Wo die Musik spielt, sind auch die Musikinstrumente zu Hause. In der Linzer Harrachstraße bei der Meisterwerkstätte Danner. Allein die Motivation zählt, wenn neue Mitarbeiter aufgenommen werden. Knapp 30 Lehrlinge wurden hier schon zu hochqualifizierten Instrumentenmachern ausgebildet. Instrumentenmacher war schon immer mein Traumberuf. Ich habe also schon als Kind stand ich bei meinem Großvater in der Werkstatt, der hat eine Tischlerwerkstatt gehabt, und dort habe ich meine erste Gitarre mir zusammengezimmert und bei dem ist geblieben. Viele Instrumente stehen hier zur Auswahl. In unserem Beruf ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Instrumente erspült, die man bearbeitet. Also ohne musische Ader geht's nicht. Noten ist für mich eine ganz wichtige Sache. Das ist das Um und Auf im musikalischen Bereich. In der musischen Welt ohne Noten geht's nicht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir ein Sortiment übernehmen haben können, ja, mit ganz, ganz erfahrenen Mitarbeitern, die das auch über wirklich sehr, sehr lange Zeit schon machen. Ja, ich habe bei der Firma Pirngruber gearbeitet, auf der Landstraße. Nach der Schließung der Firma Pirngruber habe ich da bei der Firma Danner einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Wir haben da hier zusammen mit meinen Kolleginnen eine Notenabteilung aufgebaut und ich denke mal, das ist uns sehr gut geglückt. Es wird sehr gut angenommen von den Kunden, wir kriegen viele Komplimente und ja, es macht einfach Spaß, da zum Arbeiten. Es ist für beide Seiten extrem gut und glücklich gelaufen. Das heißt also, wir haben jemanden mit wirklich sehr, sehr viel Erfahrung und wir wissen ja alle miteinander, wie schwierig das ist am Arbeitsmarkt, ja, dass man also auch noch einen Job kriegt, gerade wenn man was schon sehr lange gemacht hat. Die Frau des Meisters und gute Seele des Hauses heißt Angelika Danner. Alle Fäden laufen bei ihr zusammen. Auch materielle Unterstützung und persönliches Engagement für viele Musikgruppen gehören zum Selbstverständnis von Musikinstrumente Danner.